Hallo und willkommen zurück, meine lieben Final Fantasy Freunde. Wir sind wieder in der Raketenbasis. Immer schön, wenn ich nicht selber weiß, wo ich bin. So, zwei Türen. Muss man öffnen, indem man das Ding hier anspricht. Bisschen schwierig zu treffen. Wenn man das nicht weiß, ist erstmal ziemlich nervig. Eine ID-Karte? Haben wir nicht. Ah, schrei doch hier nicht so rum. Die lag im Wagen. Ob sie vielleicht passt? Also ich werde mich hier übrigens nicht dazu bequemen, mich hier überall herauszureden, auch wenn das zwei Seed-Level bringen würde. Nein, ich kämpfe mich hier raus aus dem einfachen Grund. Identifikation positiv, Zugriff gewährt. Ich hole mir hier Items, die wir brauchen, und dadurch erspare ich mir quasi entweder starke Gegner oder halt... was erspare ich mir noch? Ach ja, aufzuleveln und dann erst die Items zu holen, brauche ich halt für eine earliest possible für Perfect Game, Löwenherz. Ja, okay. Ich werde auch irgendwann offscreen, wie gesagt, noch diese Karten sammeln müssen, die wir brauchen. Juhu, das sind ja nur, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Wow, da steht jemand. Was tue ich jetzt? Einfach so wie immer. Ich verhalte mich so wie immer, sonst fällt es bestimmt auf. So. Und zwar wollte ich jetzt mal kurz nachgucken, wie viel ich eigentlich noch sammeln muss. Wahrscheinlich noch viel zu viele. Brauchen dafür nämlich Karten. Gott, sind wir schon viele Stargiganten und Chimeras. Archeodino. Wo ist es denn? Müsste doch eigentlich hier irgendwo sein. Da. Oh Gott. Davon brauchen wir noch 17 Stück. 18, um halt dann noch eine übrig zu haben. Für alle Karten und so. Juhu. So. Hey ihr, wartet. Hoppla. Was will er? Waren wir doch zu auffällig? Hier ist kein Spielplatz. Lauft nicht so herum. Puh, hat der mich erschreckt. Tut mir leid, ich werde aufpassen. Ja, hier ist übrigens ziemlich egal, was man sagt. Das interessiert ihn erstmal gar nicht. Also man könnte sich auch vorbeischleichen, auch wenn es dämlich aussieht. Da wollte er einfach nur irgendwie sowas ähnliches sagen. Also man kann erstmal eine Weile nicht viel verkehrt machen. So. Zuallererst müssen wir hier runter. Die Sache ist, wenn man die zwei Seed-Level haben möchte... Ja, Blende gefunden. Ach, keine Ahnung. Wenn man die zwei Seed-Level haben möchte, dann muss man das hier alles komplett richtig machen. Hä? Was wollt ihr? Hey, du musst doch gleich in den Generatorraum checken. Es ist schon so spät. Ich habe doch heute wegen dem Abschluss keine Zeit. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und eine Nachricht weiterleiten? Sag bitte dem Mann am Raketenlift, dass er alleine hingehen soll. Tut mir bitte den Gefallen. Danke. Okay. Dann sagen wir das mal. Ja, also ihr müsst diese Nachricht auch richtig überbringen. Ihr könnt das auch falsch machen. Dann müsst ihr auch quasi den Leuten immer helfen. Und beim Ende, also wenn ihr dann die Selbstzerstörung einstellt, was wir auch noch tun müssen, dann müsst ihr das auf 10 Minuten stellen und so weiter und so weiter. Also ihr müsst das halt wirklich komplett fertig und richtig und perfekt machen. So, Erzengel. Sehr schöner Zauber. Dankeschön. 6-mal, gar nicht mal so schlecht. Hallo. 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 Entschuldigung. Wir haben eine Nachricht. Hä? Was denn? Was war das nochmal? Er soll vorausgehen, ne? Wegen dem Generator. Sie sollen alleine hingehen. Die anderen sind zu beschäftigt. Hab verstanden, aber ich hab selbst noch viel zu tun. Könnt ihr den ausrichten, dass ich das zurzeit nicht schaffen kann? Ja, toll. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Also wir machen jetzt erstmal kurz ein schönes Hin- und Herlaufspielchen. Ach ja. Wieder zu dem Typen zurück und dem Bescheid sagen, dass der Typ nicht kann. Hat sich ja echt gelohnt, der erste Weg. Mal gucken, was er jetzt dazu sagt. Er schafft's heute auch nicht, weil er ebenfalls beschäftigt ist. Hallo? Was machen wir jetzt? Was fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Hm.
Es hilft nichts. Könnt ihr das nicht erledigen? Das ist gegen die Vorschrift. Was, wenn der Kommandeur davon Wind bekommt? Ach komm. Wir sollen doch nur gucken, ob die Geräte laufen. Ja. Na gut, wenn du meinst. Tja, so sieht's aus. Wir zählen auf euch. Verstanden. Ja, wenn das kein Fehler war. Ja, ich werde es komplett demolieren. Lol, wie lustig das in Audacity aussieht, wenn ich so lache. ja. So, also. Der Raum war nämlich hier vorne. Der Kontrollraum, da sind wir eiskalt vorbeigelaufen. Also wieder hin. Übrigens würde das alles ein bisschen länger dauern, wenn man das alles nicht wüsste hier. Also, seid froh, dass ich Ahnung habe. Auch wenn wir uns, ja, wir sind eigentlich zu schnell. Uns wurde die Kontrolle des Raumes befohlen. Okay. Dann habe ich jetzt auch die Wachablösung. Ich hole meinen Partner. Viel Spaß bei der Kontrolle. Natürlich. Werden wir haben. Wir werden das natürlich ausführlich kontrollieren. Erstmal holen wir jetzt aber hier den Torpunkt. Auch wenn er nicht unbedingt wichtig ist. Was war das nochmal? Eisra, ja. Nicht so toll. Muss irgendwann auch mal die Zauber kontrollieren. Meine, sortieren. So. Was mache ich mit der Kontrolltafel? Wir schlagen mal drauf, oder? Ja! Es passiert nichts. Ob ich es nochmal probiere? Klar, kräftiger Gegenschlagen. Ich werde es komplett demolieren. Yeah, 4x-Spam, 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 4x-Spam. Oh, 4x-Spam, 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 4x-Spam. Also es geht schon, es geht noch ein Weilchen so. So, das ist übrigens mein Lieblingsweg, das so zu machen. Jo. Aber es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, wie Selfie das schafft, aber es hat funktioniert. Hui, das Licht ist jetzt aus. Yay, lass uns die Klamotten vom Leib ziehen. Ja. Fehler in der Stromversorgung. Techniker, bitte zur Kontrolle. Wir sollten hier abhauen. Los geht's. So geil, wie die sich dann Spaß draus macht. Unglaublich. So, jetzt kommt nämlich der Weg, wo man sich rausreden müsste. Hey, ihr da! Achso, halt, nee, das sind die zwei Typen. Hey, ihr da! Was ist denn hier passiert? Ah, nein, ausgerechnet jetzt. Wir nieten die einfach um. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann dadurch auslösen, dass, ja, normale Gegner auch quasi hier kommen, also Zufallskämpfer. Was wir natürlich dringendst benötigen. Bing! So, ja, was wir natürlich dringend benötigen, da wir hier einen Gegner töten wollen, der was Wichtiges, Wichtiges, Wichtiges droppt. Ich werde jetzt auch die letzten paar Minuten der Folge noch damit füllen. Also, wenn es euch nicht interessiert, wie ich an die Items rankomme, dann schaltet einfach weg. Und wenn doch, dann guckt ihr einfach zu. Okay, Selfie hat den Level ab. Shiva hat nun Magie 20 gelernt, auch nicht schlecht. Auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen, ich bin nicht so der Freund von Magie. Also selbst Gegner, die Magie relativ resistent sind, haue ich gerne einfach auch so um. So. Was wollte ich jetzt tun? Koppeln, Selfie. Koppeln. Was mache ich eigentlich gerade? Was wollte ich denn jetzt tun? Ich benutze mal kurz eine Pot für Quizzes. Oder? Nee, ich lasse die mal so. Was wollte ich denn jetzt machen, Gott? Ich bin total. Ach! Siehst du? Fällt dann immer ein, wenn man gerade das Menü zumacht. Shiva hat doch Magie 20 gelernt. Nee, es war nicht Shiva. Oder? Nee, es war nicht Shiva. Damn, wer war denn das? Magie 20 hat Quizkottel noch nicht. Der lernt ja immer noch Stärke plus 40. Siren könnte es. Ah, Siren war's. Okay. Ja. Warum habe ich eigentlich Magie 20 gelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Lernen wir doch einfach mal Lebenswandler. Ja. Brothers, lernen HP 40. Diabolus lernt Rauben immer noch. Fehlt mir so 40. Sehr schön. Da haben wir das nämlich bald geschafft. Sogar sehr, sehr bald, fällt mir gerade auf. Nach dem Level, also nach dem Kämpfen hier, haben wir 20 AP nochmal drauf bekommen. Ja.
Und dann lerne ich, würde ich mal sagen, weiß es nicht, vielleicht Schatten. Oder wir hatten das gekoppelt. Selfie. Nee, da lerne ich mit Diablos danach. Gegner 50, glaube ich. Ach nee, Zustandswandler müssen wir irgendwann mal noch lernen. Also Gegner 50 oder Zustandswandler. Okay, naja, ist ja egal. Kabungel hat, glaube ich, auch noch nichts gelernt. So, jetzt kommen Zufallskämpfe. Yeah! Zufallskämpfe, Power Action. Da kann ich aber noch in aller Ruhe erklären, wie wir jetzt hier quasi leveln werden. Also Items sammeln werden, nicht leveln. Leveln tun wir nur zwangsweise. Ist jetzt nicht unbedingt schädlich, dass wir jetzt hier so ein paar Level machen. Also ich glaube, wir machen höchstens 2 Level pro Char. Soll jetzt nicht unbedingt stören, bringt halt nicht unbedingt den Unterschied. Gut, vor diesen Sachen können wir noch fliehen. Es gibt hier nämlich einen Gegner, schau mal, wir finden jetzt einen in der restlichen Zeit von der Folge. Es gibt hier einen einzigen Gegner, der uns ein richtig geiles Item droppt, was wir unbedingt fürs Löwenherz brauchen. Das wird auch, Löwenherz wird erstmal das einzige sein, was ich mir jetzt holen werde, beim Rest gucke ich noch nicht so drauf. Das holen wir uns dann auf anderem Wege, wenn wir dann Level 100 sind wahrscheinlich erst. Gut, können wir überspeichern. So, jetzt geht es nämlich darum, wir suchen jetzt hier diese, oh, wie heißen die? Ich vergesse mal die Namen. SAM-MG-08 oder so. Irgendwie so. Also, wenn ich sie sehe, zeige ich sie euch. Ich weiß, wie sie aussehen. Ich muss den Namen nicht wissen. Ich glaube, SAM-08 irgendwas. Oder MG-08. Gut, Kommandeure, für den können wir fliehen. Und der Speicherpunkt ist ziemlich wichtig dort. Da werden wir auch immer wieder hinrennen nach jedem Kampf. Also, außer jetzt nach einer Flucht. Denn wenn der Gegner nicht das droppt, was ich möchte, lade ich den Spielstand neu. Ach Mensch, ist stille. Und wenn er droppt, was ich möchte, speichere ich. Deswegen drehe ich auch hier meine Runden. Außerdem können wir uns am Speicherpunkt heilen und so. Also ist halt schon ziemlich geil. Ja, das ist er. Ich höre es am Spawn-Sound. Ah ne, fail. Das war der falsche Spawn-Sound. Mohaha. Hab ich euch schön Angst angejagt. So. Muss gleich niesen, ich merk's schon. Das Näschen kribbelt. Da hab ich doch weniger Zeit gebraucht, als ich dachte bis dahin. Ich dachte eigentlich, ich krieg die Folge noch voll. Aber, na, die Folge davor ging, glaube ich, zu lange, deswegen kam's nicht hin. Ah, wieder bloß ein Aller Kommandeur. Also ich zeige euch noch den Gegner und dann, ach nö, den Hinterhalt. 20 Schaden, das ist so jämmerlich. Flieht, Bitches! Flieht! Ach, komm schon. Kann man aus Hinterhalt nicht... Ich merke mir manchmal erst, was man nicht fliehen konnte. Doch, jetzt. Furchtbar. Wie die Fluchtchancen sinken bei dem Hinterhalt. Jedenfalls will ich ja immer noch diesen blöden Gegner finden. Mann! Ach... Also wird jetzt eine Weile nichts mehr kommen, was man hier irgendwie für ein Perfect Game nennenswert nennen kann übrigens. Also es ist alles erstmal bloß Story, bis wir dann quasi einen gewissen Punkt erreicht haben. Da gibt es ja nochmal viel, viel Nebenquests. Zumindest so viele, wie ich schaffe in der Zeit. Da werde ich vielleicht sogar ein Special machen. Muss ich mir noch ein bisschen was ausarbeiten. Also ihr wisst ja nun mittlerweile, dass Perfect Game viel, viel mit Vorbereitung zu tun hat. Also ich muss ja jedes Mal irgendwie gucken, dass ich ja nichts vergesse. Und ach, wieder bloß so eine scheiß Echse. Mein Gott, haut doch mal ab. Kauf dir ein Leben. Ja, also ich muss jedes Mal richtig viel vorbereiten. Jetzt komm, jetzt töte halt Quistes noch. Ach, Glück gehabt. 6 HP. Quistes rockt die Bude, würde ich sagen. Können wir auch eigentlich mal gegenheilen. Es ist nicht so wichtig, dass die... Oh, es wäre schon wichtig. Ist das blöd. Ich will die eigentlich nicht hochheilen, aber ich muss ja, ich habe ja nur Pots. Ohne, dass ich die gleich komplett vollheile. Ja. War natürlich klar, dass jetzt zu viel ist. Sie ist nämlich nicht mehr gelb. La 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 la. Also es ist eine ziemlich zeitaufwendige Sache, vor allem wenn man so viel Pech hat wie ich natürlich. Jetzt gerade wieder Vorführeffekt im Let's Play. War natürlich abzusehen. So, was denn nur hier? Ah, wieder nur so ein blöder Kommandeur. Gott. Also es ist nochmal eine Geduldsprobe, deswegen zeige ich euch das auch nicht, weil das würde mindestens eine Stunde dauern, schätze ich mal, wenn ich Pech habe.
Also mindestens zwei, so wie ich immer Glück habe. Naja. Zum Glück kann man ja offscreen spielen. Übrigens die ultimative Zufallskampf-Animation. Yeah, Wirbel des Todes! Oh. So, jetzt bitte. Jawohl, das ist er nämlich. Mal schauen. Ah, wie war denn das nochmal, die Hilfe? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir kloppen erstmal den weg. Und machen eine Tombola. Nochmal, 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 nochmal. Oh, da war Feuerer immerhin. Schweigen, Feuer, Blitz, Schweigen, Blende. Eisra, Feuer, Megafeater, Levitas. Blitzra. Oh, naja. Während ich weiter scrolle. Wieso greift er jetzt eigentlich gerade so oft an? Steffi, warte mal, das geht gerade nicht so. Phönixfeder, wisst es. Und wenn das jetzt ähnliches wird, also dieser Gegner droppt Drachenzähne. Die kann man sich auch, wie gesagt, für andere Gegner holen, aber ich finde es halt hier am angenehmsten. Die sind halt relativ schnell down. Also man lässt seine Charaktere sterben, natürlich. Aber naja. So, obwohl es ganz doof wäre, eigentlich jetzt zwei Charaktere tot zu lassen. Dadurch bekommen wir nämlich weniger XP, aber naja. Ist ja egal, wie gesagt. Die machen halt relativ gut Schaden, wenn man sich hier schlecht wehrt. Blauer Zauber, Laserauge, Truff. Ah, das ist natürlich nervig jetzt. Ah ne, haut hin. Duell, falls er es überlebt. Und Tombola. Nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal, 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 nochmal. Jetzt hol ich mir einen Mega-Feeder. Obwohl, werden wahrscheinlich keins mehr holen, weil Squall wird den jetzt einmal mal tot hacken. Ja, ja, Armageddon Fist. Immer wieder schön. Und Kopfstoß. Und Sturmfaust. Und Kopfstoß. Und Sturmfaust. Ja, ja. Wozu braucht man Abwechslung, wenn man Imba sein kann? Zack. Also wenn man gut ist, wie ich gerade, schafft man es in 5 Millisekunden. Kopfstoß zumindest. Und deswegen kann man das halt einfach nur episch geil spammen. Ich glaube, in der längsten Zeit schafft man sogar fast mehr Schaden als mit einem Löwenherz. Ach komm, gib mir mal noch Megafeeder. Megafeeder, 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 Megafeeder. Ah. Oh mein Gott, er hat Ficker gesagt. Ja. So, die geben nämlich das ganze 200 XP. Ja, da werden wir. Ja, da wird Quizzes. Na, da wird jeder ein Level machen. Genau, schätze ich mal. Keine Items, ja. Ärgerlich. Das heißt nämlich. Meh. Reset und auf dem. Ja, nachdem ich das Spiel schon neu geladen habe, nochmal suchen. Aber das machen wir halt in der nächsten Folge auch nicht. Das mache ich offscreen jetzt gleich, nachher, später. Vielleicht auch heute nicht mehr. Ich weiß es noch nicht. Ja, und dann haben wir 4 Drachenzähne und 20 AP mehr. Ja, so ungefähr wird es ablaufen. Und vor allen Dingen mit möglichst wenig Level-Fortschritt, sage ich mal. Also dann. Wir sehen uns dann mit 4 Drachenzähnen in der Tasche wieder. Bis dahin und tschüss.